So! Wer bist du? An der Küste von Imblimblim steht ein Turm, von dem man sagt, dass ihn die Götter selbst errichtet haben sollen. Lord Helix? Von allen nur als Leutnant bezeichnet. Okay, war zwar Emil, aber Imblimblim? Nein, das war fucking Imblimblim. Imblimblim. So steht es da und so soll es auch sein. Ich geh nochmal durch Türen. So. Einfach durchgehen. Na? McCoy ließ alle Bäume fällen, damit seine Frau einen großen Palast errichten kann. Okay, werden wir aus Holz bisschen. Und nicht aus Stein. Der Baum im Haupteingang verflucht. Alles ist nur geschehen, weil McCoy der Herrscher über dieses Stadt den Befehl gegeben hat, alle Bäume zu fällen. Okay, es ist voll die Baumstadt hier. Age of Empires, ein bisschen Bäume fällen. Ja, es ist so deren Duty. Hey. Ja, nicht A drücken, um durchzugehen. Kannst einfach so durchgehen. Ja. Blim, liegt da. Okay, ja, ich nehme mir gerade das Dorf ein. Der Schnee bereits mannshoch und es ist eiskalt. Wenn ich du wäre, würde ich bis zum Frühling warten, so die nächsten hören euch. Es gibt ja Auszeit. Mhm. Ich hab Angst. Moment. Billibim. Billibim. Bekommen wir ja kaum Schnee zu Gesicht. Oh, klasse, ja, schöne Junge. Aussage und dafür so ein scheiß Wort wie Billibillibim. Billibillibim. Guck mal, ich verschieb den Jungen. Und macht dann so diese Schiebeanimation. Ey, cool. Geh mal weg da. Ist der... Ach, schade. Ja, die sind fertig. In? Was sagt der noch? Die Eruption muss irgendwo etwas ausgelöst haben. Jötzler und alle merkwürdigen Kreaturen in Bergen und Wäldern. Ja. Okay, wir haben da viele Gegner gegen die spielen. Ach so, hier kann man nur wieder heftig sein. Oh, guck mal, da ein Wanderer. Glaubt ihr, dass der Geist des Baumes einen Menschen verfluchen kann? Nee, Blödsinn. Wirklich? Dann geht zum Lord McCoy und lauscht seiner Geschichte. Genau, wenn er das sagt, dann glaube ich es ihm. Ja. Ja, Leute, ich will jetzt nicht den blöden Typen da von deinem Innest. Hey, vielleicht kriegen wir da Items. Schubst das Mädchen in den Teich. Ja. Nee. Genau, in den Teich. In den Brunnen. Mit T-Shirt. Ich hörte, dass eine Karawane das Koma-Gebirge überquert hat. Und jetzt Nein, Statue. Auf jeden Fall verschiebbar. Ach so, ja. Mit der Macht von Grayskull. Nicht mal. Cool. Scheiße, fast reingefallen. Erstmal wieder wegspringen. Oh, da ist so ein Käfer. Der Wind wahrscheinlich. McCoys geheimes Lager. Eintritt verboten. Ey, das ist Eintritt verboten. Aber gehst du einfach da rein. Eine geheime hier, deswegen. Erstmal nach rechts verschieben, würde ich sagen. Ne? Erstmal auch rechts. Nach rechts. Ah, da, das sieht doch gut aus. Verschiebbar. So. Nach links? Nach hinten? Willst du dir ranziehen? Du stehst ja, glaube ich, direkt davor, oder? Das ist nicht so geil, ne? Aber was würde das für einen Sinn haben? Ah, weil du musst von der anderen Seite und dann nach auch dann nach Dingens unten, dann zu mir, ne? Mhm. Ja, und dann kommen wir hier nicht weiter. Wäre auch viel zu billig, wenn wir hier einfach weiterkommen. Ja, einfach zwei hintereinander plötzlich. Das ist auf jeden Fall mal... Achso, dann kommen wir hier wieder zurück. Weiter nach das links. Dann ist das hier wieder der Rückweg, nachdem wir den ganzen anderen Scheiß vorgemacht haben. Mhm. Erst nochmal wieder runtergehen. Vielleicht enger im Haus. Da Waffenladen. Hier sind weiter links Waffen. Wahrscheinlich. Ach, komm, ganz da in dem Kräuterladen oder so. Die alten Leute, die haben Erfahrung. What the fuck? Palast von McCoy. Da war er mit McCoy. Lord McCoy ist wegen dieses Fluchs so aufgebracht, dass er nicht mal essen kann, was? Tja, dann ist er wahrscheinlich tot, wenn er nicht essen kann. Oh, schön, als wäre der Brunnen ausgetrocknet. Ich will da reinspringen. Hey. Versuch's doch. Ja. So. Okay. Oh, das sollte ich vielleicht nicht so aufmachen. Hallo Ben. Nach links unten? Kannst du nach links unten irgendwie gehen? Nach links oben. Die Treppe hoch. Gut, da ist eine Treppe. Links. Ah, ja, natürlich ist auch eine Treppe. Und da ist auch eine Frau mit Regenschirm. Willst du etwa behaupten, dass ich für verantwortlich bin? Für was? Ich ehrlich mal. Ja, definitiv. Ich war zwar die den Befehl zum Abholzen der Bäume gegeben hat. Ach so, das ist so eine Blöde. Aber wenn es ja ein Opfer gibt, dann bin ich das ja wohl. Ich warte schon seit Monaten auf die Fertigstellung meines eigenen Privatpalastes. Alter, die ist ja richtig scheiße. Ja, Mann. Und die müssen sich alle hier schuften und sind unzufrieden. So. Oh, ich bin voll unzufrieden, muss schuften. Richtig, ich sag einfach mal nein. Richtung Osten, wir waren zwar zu... Ah, ich muss voll viel schuften hier. Okay, gut. Voll scheiße. Ah, schuften. Ja, okay. Wir sind
ganz viel Schotten. Okay, ich kann man nicht so viel machen. Erstmal die alten zuhören. Habt ihr schon versucht? Zu wandern. Also. Ich sag mal nein. Okay, dann sag einfach mal nein. Du bist gesperrt. Okay, was sieht man? Okay, da kommen wir nicht so weit. Ich weiß ja noch, Kulima ist Kulima. Cool. Oh, nicht so viel machen. Ah, da oben. Dieses Höhlen. Über dem Kräuterdings. Ganz links, geh nach ganz links da. Genau, links ist das Höhlenhaus. Kräuter. Nee, ja, ich meine ein. Das andere links, das ist da oben. Achso, ja. Da gibt's gerade Kräuter. Da oben. Nee, er meint, du musst da irgendwie, geh mal nach. Genau, da sind nämlich die Büsche und da kommen wir dann wahrscheinlich rein in den Untergrund. Am besten. Ah, das heißt, wir müssen da oben unten links jetzt. Jo, müssen über den Rand da irgendwie. Er hat den Verein gekesselt. Er ist zu muskulös. Wir können nichts machen. Okay, mal ehrlich. Kannst du nach links oben irgendwie... Oh, Alter, das war einfach voll gruselig. Er hat voll die Session mit mir gemacht. Hat nicht mehr gewaltig. Ich kann ja wohl den Weg hier gehen. Okay, okay. Da lang. Über nach rechts. Oder mit dem Menschenbaum. Ah, da oben oder ist die Treppe. Ah, oh, das ist klar. Kannst du da oben auch passen? Oh, wow. Na, Alter. Na, so. Das sind die... Bitte, ich stärke dir jetzt mal. Okay. Hier ist der Speck. Alleine. Er fragt einen kleinen Jungen, bitte gib mir die Kraft hier. So ein kleiner Junge. Wow. Tschüss. Wasabi ist Hexenklasse. Die Wasabi-Sänger sind voll geil. Wollte ich nur den Zuschauern. Ja, aber das sind keine Nicknacks, Colin. Nein. Das sind Wasabi-Nicknacks. Ja. Wirbelwind. Ja. Voll daneben. Geil. Wirbelwind! Wiesel. Cyclone! Naja. Und jetzt hast du... Alter! Runter, hoch, ah, runter, das hoch. Ist schon mal gut, aber ich will eigentlich noch mal sehen... Ja, da ist gar nichts. Okay. Ja. Da ist die Bestrafung fürs Vorspulen. Cool. Was doch. Muss es ja auch geben. Verschieber! Hallo Drache! Dingens! Oh, den haben wir direkt bekommen, der will nicht kämpfen. Der Jupiter Jin Bö folgt Ivan. Geil. Oh, der ist voll windmäßig. Den müssen wir den eingeben, der Windfähigkeit kann. Also Ivan. Wurde schon Ivan automatisch an die verteilt. Oh, cool. Das ist doch jetzt gut. Haben wir Bö. Geil, ja, Mann. Wie Windbö. Nehmen wir das Dorf auseinander. Macht sie fertig. So, wollen wir noch kurz im Waffenshop gucken, ob es irgendwie vielleicht so ein geiles Ultra-Berserker-Großschwert gibt. Okay, so fragen wir nach einem Ultra-Berserker-Großschwert. Ja, ich möchte unsere guten Drachentöters. Kaufen. Langschwert haben wir schon. Langschwert. Schwert. 1000 Münzen, na, süß. Boah, das Jägerschwert, das ist gut. Oh, Jäger. Voll eine dicke Keule. Keule? Sollen wir uns diese Keule holen? Naja, geht ordentlich Power schon. 70. Da nur 5 und da nur so viel. Aber ich glaube, ja, das bringt keinen Unterschied, ne? Bringt bei ihm aber insgesamt mehr Bonus bei Garrett. Ganz links. Ja. Da bringt's 18 dazu. Und da? Nur 13. Ja, dann hau rein, Garrett. Das passt irgendwie zu dieser Keule, wo einfach nur draufhauen muss. Bitteschön. Willst du es das gleich anlegen? Ja. Oh. Das sieht schon viel verwegener aus. Und das alte kannst du direkt verkaufen. Wie sieht das 90 Kursbett, ja. Okay. Ein Spieleticket gibt. Spieleticket bekommen. Garrett. Gibt's nicht, Garrett. Gibt's Garrett. Ja, Garrett, der Glückspilz. Der ist zwar dumm, aber vielleicht hat er Glück. Noch ein Wort. Wollen wir uns ein Quatschschwert holen? Nein. Immer doch, ne? Also, das Quatschschwert ist geil. Das dann kaufen sie dich mal was. Und auf sich hat ganz viel... Ah, das ist geil, dass man mal eingucken kann. Nicht so, ach, das ist ausgerüstet, das ist nur Drogenkräuter. Das will ich mir das mal genau ansehen. Holstar. Das hat er doch gerade gar nichts. Das kann man doch verkaufen. Ja, doch, nein. Das ist doch nicht ausgerüstet. Das Beste ist ausgerüstet. Was hat er da unter? Ja. Achso. Das hat er ausgerüstet. Das ist eine Waffe. Ach, so was okay, hier gucken, ausgerüstet das, ist doch sicher... Das Spieleticket. Was wir gerade haben wir gerade nicht von ihm bekommen. Okay, hier Glück mit bekommen. Ja, das Spieleticket haben wir gerade bekommen. Wir können das andere verticken. Das ist das Glücksmedaillon. Das würde ich lieber erst noch behalten. Aber er hat da noch ein Schwert, da er jetzt eine dicke Keule hat. Das da. Warte. Warte noch mal ganz kurz. Das wäre ein seltenes Stück. Nein, wir können das für 500 verkaufen. Also muss es wohl ziemlich gut ja, sein. Ja, man kann aber oben immer noch mal die Beschreibung durchlesen. Lebenswasser. Was? Belebt, besiegte Ach so. Freunde. Okay, cool. Rauchbomben. Na, wer weiß, vielleicht sind Rauchbomben, dann können wir einen geilen Ninja-Auftritt machen. So wie der alte einmal. Schnappherr, nicht verkaufbar. Ja, natürlich. Ja, story-relevant. Ja, Marsstern, natürlich will sie den nicht verkaufen. Das macht Sinn. Ah, der ist nichts wert. Blitze, heb Schnelligkeit an. Wir können vorspulen.
Also ja, nein, aber allgemein, dass wir schneller angreifen können, ist vielleicht sowas wie hier Protein und Eisen und Kaffee. Was steht? Ach so, man lasst allgemein, ja, dann können wir uns auch, dann können wir es ja auspassen. Ja. Dolch, was? Entfesselt Blitzi? Dolch, ja, können wir ja gleich mal gucken, wie heftig der ist. Lebenswasser. Ja, dafür kriegt er einen neuen Angriff. Eine besondere Mütze aus Tolbi, dann kann man die ja verkaufen. Ja, die kannst du dann verkaufen. Die können wir erstmal behalten. Es ist eine besondere Münze. Egal, wir können es auch einfach später noch verkaufen. Ja, vielleicht bringt sie später noch mal irgendwas. Ah. Oder so. Ich habe keine Ahnung, was ja, das ist. Also im Moment brauchen wir doch eh kein Geld. Oder selbst wenn, wir könnten nicht genügend Geld zusammenkriegen, dass es irgendwie Sinn macht. Aber Dingens, den Dolch, den hatten wir von dem Dieb gekriegt. Mhm. Der bringt ihm sogar noch einen Angriff irgendwie dazu oder so. Ja, können wir ja gleich mal gucken. Eventuell bringt das auch mehr was bei Dings. Auf Miau oder so, dass wir Miau da ausrüsten können, weil Miau ist ja, Garrett ist ja für die schweren Waffen und Miau ist für... Der Dolch, den hat Garrett den hat im Inventar, muss oder mit LR, nee. Genau, Gauner Schwert macht insgesamt aber weniger. Da. Das macht ihn auf jeden Fall. Ja, aber beim anderen noch nicht. Beim anderen macht er das auch. Gib's schwächer. Mal an Miau. Das macht ihn auch schwächer. Drück mal drauf. Wo willst du das wissen? Drück mal drauf. Geben. Weil seine Waffe besser ist. Wo willst du das wissen? Guck da einfach mal. Das Anlegen Details geben. Geben, genau. Und dann da. Ja. Nein, setz mir an. Bei weniger werden das, ja. Aber was macht das für ein Angriff? Da kriegt man einen Angriff dazu. Ja, Bullshit. Ein Fesselblitzhieb. Ja, ja, das muss ja nicht sein. So schon weniger macht, kriegen wir irgendwann was Besseres. Können wir das für 500 verkaufen? Auch nicht cool. Jetzt war es dann, Glücksmittel. Und der Rest war ja, komm, Specki. Ich denke, das kann denkst an mir verkaufen. Kann ich falschen? Nein. Also gut, ich kaufe es. Hier hast du dein Geld. Danke. So, das sieht ja viel besser aus. Schön. Irgendwann können wir den Spielerchen. Ah, jetzt will ich nochmal gleich dieses Mütze, ob ich das sofort jetzt drehen. Also ein Dauer. Was für ein Dauerschub ist. Mhm. Ach nee, da muss ich ja. Linz in Alten, also. Aber ich glaube, doch da. Ja. So, da. Ah, jetzt, ja, das ist das Relevante. Hier kommen die. Achso, weil das immer nur vier. Naja, ein sind einfach nur drei Inventarseiten. Achso, ja, weil die Slot geht immer nur auf fünf. Ja, dann mal die schauen. Die Wahrscheinlichkeit einmal sehen. Details. Wir nutzen. Die Details erstmal gucken. Einmal einsetzbar, Effekt und was weiß ich. Da. Ja, mach einfach. So. Wir werden hier schnell. Ja, aussehen. Garrett ist 18. Garrett ist bisher ziemlich gut. Ja, jetzt sehe ich das erst. Dann kann ich das jetzt geben. Ja, also passt doch. Ja. Nice. Guckst mir eine besondere Münze aus Tolbi, ich glaube, die ist einfach nur Kohle wert. Ja, eine Münze aus Tolbi und ein Ticket aus Tolbi. Also irgendwas ist an Tolbi richtig besonders. Haben wir beides in Tolbi bekommen. Ach, wir sind gerade in Tolbi? Nee, wir sind in Billabim. Und in Tolbi haben wir... Aber hier haben wir die Münze hast du aus dem... Ja, aus Billabim. Die ist auch story-relevant. Die Münze ist nicht story-relevant anscheinend. Nee, hat man gesagt, wir haben die auch in Tolbi. Na, irgendwann, wenn wir alle Spieletickets gesammelt haben, dann... Ja, genau. Ja, aber die Münze können wir, glaube ich, die ist einfach nur wertvoll. Ist doch jetzt ach so, egal, wir bauen eine Münze, wir jetzt einfach jetzt zum Typen hochgehen oder was auch immer, wo man lang da kommen wir ja nicht rein. Nee. Ja, die Alten haben mir gelabert, dass im Osten irgendwas Tolles ist. Ja, da geht's ja nicht weiter. Osten, ja. Die Straße ist gesperrt. Okay, ja, dann müssen wir auch durchfragen oder Häuser nachgucken oder sonst was machen. Hallo. Lord McCoy in Furcht. Okay, Lord McCoy in Furcht. Ja, dann müssen wir zu Lord McCoy. Ja, jetzt macht Sinn. Hattest du schon mit den Wachen gesprochen? Hattest du schon mit dem Baum am Eingang mit gesprochen? Der einen Wache gesprochen. Und der Baum hat gesagt, er sieht menschlich aus. Ja, mutig und stark, was weiß ich. Hier scheint nicht gerade solche zu sein, wurde trotzdem. Ja, natürlich, ja. Sie scheinen auch so jung für der schwere Aufgabe zu sein. Von wegen. Tötet alle Dorfbewohner, aber vor allem will niemand diese Herausforderung stellen. Ja, was haben wir schon zu verlieren? Also gut, ich lasse euch passieren. Folgt mir. Hui! Okay, los geht's. Jetzt streut er Rosen, während wir ihm folgen. Oh nein! Okay, erstmal gucken, ob wir was plündern können. Da unten sind Fässer. Da. Und richtig. Na, Fässer, ey. Ach du Scheiße, ich bin verwirrt. Oh,
Was ist das denn? Keine Ahnung. Gucken wir nach. Schade. Ja, wenn du es auch mal ansprechen. Wir untersuchen das Fass. Eine Rauchbombe. Kannst du was zum Verkaufen? Nee, damit kannst du auch noch nichts machen. Okay, alles klar. Interessant. Was ist mit den Fässern? Wir untersuchen das Fass, kann nichts finden. Wir untersuchen das Fass, kann nichts finden. Das ist das erste Mal, dass wir irgendwas aus einem Fass oder so gefunden haben. Nee, ich glaube, das war... Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Na, Fass? Oder so versteckt. Okay. Mann, ey, mehr ist aber auch für nichts zu gebrauchen, ey. Ist dann vielleicht hier, wo ich... Oh, na, komm her. Wir untersuchen das Fass, kann nichts finden. Lass dich von mir nicht stören, ich glaube hier noch. Kann nichts finden. Ja, und das ist nochmal dasselbe Fass. Hallo, Fässer. Aha. Bim. Erscheint. Jetzt also das linke Fass zu untersuchen. Hallo. Nee, nicht. Hallo. Ja, hallo. Ja, du hast das Fass, Bene. Oh, ich versuche das wieder das rechte. Na? Oh. Nee. Alter. Okay. Hey. Versuchst du es jetzt gerade ernsthaft? Das wäre witzig. Ja, ne? Ja. Geradeaus! Nee, so das ist der kann nichts finden. Kann nichts finden. Hat sich ja gelohnt. Ja. Das war ja eine schöne Geburt. So. Na, Mädels, wie wär's mit der Runde? Pass auf, dass ich ihn nicht beleidige. Warum sind alle so... Wo seid ihr bereit, zum Wald von was weiß ich zu gehen? Ich kann kein Deutsch. Irgendwo erkenne ich das. Ihr seht nicht besonders stark aus. Aber vielleicht ist es besser für euch. Nur für euch. Ja, toll, sag doch wenigstens, was der ist. Ja, das muss man hier auch sagen. Ja, tja, ey. So, ich geh einfach mal hier hoch. Nee, wir wollen noch nicht zum Lord. Guck mal da. Hier spricht mit jemandem. Da ist die Lord-Schlampe. Da ist ein grüner... Oh, guck mal, Wackelpudding. Cool. Hallo, Bücher. Naja, das ist ein Haufen. Wer untersucht das Bücherregal, nimmt Geschenke. Ein Buch raus, kann aber nicht lesen, schließt es wieder und packt es weg. Sie müssen mich lachen. Viele Worte, die tun mir auch immer weh. Ah, ich Bücher lese, die ganzen Worte. Hier ist das Zimmer von Lady McCoy, also fass bloß nichts an. Alles anfassen. Ich dachte, das geht nicht rein, um sie hier berühren. Weil Lady war für ihre Betörende schon hat bekannt, wie sie jetzt tot. Nee, ich das ist die hässliche mit dem Regenschirm. Also. Die so richtig bescheuert ist. Nachthemd? Oh, der hat sie geklaut. Ja, Nachthemd. Sein. Ja, leg das zurück. Wow, okay. Das darfst du nicht tragen, das wäre grauenhaft. Das erinnert mich irgendwie gerade an Mario RPG. Da kann man im Schlafzimmer von Peach sein. Und dann irgendwie kann man Peaches Fragezeichen finden. Und dann kam so ein Toad und haben das weggenommen. Oh Gott. Oh, meine Fresse. Sie hat doch Bowser. Ja. Ja, vielleicht war das ja Features. Das ist der Ultra XXL. Deluxe. Wo das Bowser sagt. Na, klasse. Wow, das ist ganz schön abartig. Na, was sagt er da? Was denkst du? Die sind die größten Schätze von Bim-Bim-Bim. Warum man den Flugbrecher kann, darfst du für sie auch. Okay, an welchen Flugbrecher? Jetzt schon. Ich bet, das ist eine Socke. Diese Truhe mit diesen ganz vielen Schätzen drin, ich kenne das. Das Boah, voll beiseite geschoben. Da geht's noch Treppen hoch, vielleicht ist da noch was. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Guck mal, da steht ein Alter. Er wurde im Turm zum Von hier aus hat man einen guten Blick auf Kolima. An klaren Tagen kommt Lord McCoy gerne hierher, um die Aussicht zu genießen. Klasse, Alter, aber nicht du bist nur die Aussicht, du, sondern auch jemand, der hier auf die Wand. Okay, absolut McCoy. Mal sehen, wie der aussieht. Coy-mäßig. Wow, Alter, das ist voll der Irre oder Schotte. Ja. Ich glaube, er trägt sogar so einen kleinen geilen Rock. Kilt. Meine ich auch. Würdest du mich nicht jetzt so Sir, sehen? Sir, sind neue Krieger im Palästin getroffen. Neue Krieger, sagst du? Ganz viele Männer haben wir in den Wald von was weiß ich geschickt. Doch, ist keiner zum Recken zurück. Was? Zum Recken? Diese Krieger hast du dir schon mal genau angesehen, was weiß ich. Tritt näher, Junge. Ich will nicht. Dann eben nicht. Sind diese was weiß ich. Von diesen Augen was weiß ich. Den Kinder. Hallo. Und ihr wartet von mir zu glauben, geiler dass ihr Schinken. In der Lage wäre Pulver zu nennen. 10 Punkte. Natürlich müssen wir Schinken erwähnen. Natürlich. Schinken! Palatschinken! Blablabla, Mut im Herzen und so. Kerl. Oh, ein Stück Käse. Ich muss ihn euch lassen. Oh, Scheiße.
Nein, hier, cool. Schlüssel. Das ist eigentlich schenkt man kann auch. Oh, euch die Barrikade. Da können wir ja nach Osten gleich gehen. Wie spät ist es? Doch, selbst mit dem Schlüssel in den Händen. 29 erreichen. Okay. Erreichen. Dein Einsatz. Macht sich nur über uns lustig. Ihr nennt uns ständig Kinder. Ja, du bist auch auf dem Stand eines Kindes, nicht? Nee, das ist einfach zu erniedrigend, selbst für mein Niveau. Nee, denkst du das cool. Nicht auch, Miau? Es berührt dich gar nicht? Meinst du das im Ernst, Miau? Ja. Es berührt dich gar nicht? Ja. Meinst du das nicht im Ernst, Miau? Ja. Es berührt dich gar nicht, ja. Es berührt. Der nächste raus. Jetzt kommt auf einmal so. Was ist das für ein Trottel? Jetzt ist schon wieder vergessen, dass er beleidigt worden ist. Ihm beweisen, dass wir diesen Auftrag erledigen. Alter, boah. Das ist jetzt out. Ja, weitermachen, keinen Frostkicks hier reinschieben. Warte, komm mal. Du machst mich aggressiv, wenn man so erkennt. Egal welche Ader, verdammt, sie sind. Nee, so wollt ihr. Also, wie hatte ich gerade seine Stimme? Ich habe schon wieder vergessen. Speckig. Einfach nur Speckig. Speckig. Ich denke einfach an Speck, Schinken und andere Pilze, Fleisch. Lecker. Ey, Ivan, du scheinst ja nicht gerade vor Begeisterung zu platzen. Mhm. So wie der Fettsack. Ja, ist auch nur kann ein Mensch in den Bauch verwandeln. Was? 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 Natürlich haben wir eine Chance. Du weißt, dass es so ist, nicht wahr? Miau. Oh, er will auch zum Baum werden. Komm schon, Miau. Du sagtest, du würdest... Wir werden gehen, oder? Komm schon, Miau. Wir werden gehen. Ja. Wir werden gehen, Miau, oder? Ja, ich bin hier. Endlich sind wir alle einer Meinung. Oh, nein. Noch ein Stück Käse. Nee, ich auch Käse. Hey, das ist mein Käse. Hä? Was tut euch mal los? Sie scheinen wild an den Schotten zu sein und sie haben gerade abgelassen. Ja, sie mögen glauben, Krieger zu sein, aber dennoch sind sie nur Kinder. Oh, scheiße, ich muss kacken. Ne? Ach, zwar sind diese diese schlimme Zeiten, doch kann ich keine Kinder ins Verderben schicken. Oh, jetzt macht er damit. Ja, was geht denn mit dem Wein? Was habt ihr mit dem Wein gemacht? Erstimmungsschwankungen, wir dürfen nicht den Glauben an unsere eigenen, an unsere anderen Helden verlieren. Ja, mit 2 Kilo Scheiße. Unsere Helden. Ja, was ist mit uns? Wir können euch nicht in diesen sicheren Tod schicken. Und wenn wir sagen, dass wir ohnehin nach Osten gegangen wären? Ihr könnt gehen, sobald sich die Dinge hier wieder beruhigt haben. Alter. Glaub mir, mein Junge, es ist zu deinem eigenen Besten. Oh! Das war ein neuer Gesicht, also. Mhm. Nicht länger steht mir der Sinn danach, darüber zu sprechen. Hauptmann! Ziehen Sie die Kinder aus! Es tut mir leid, aber ihr habt ihn ja gehört. Ihr solltet jetzt schnell gehen. Husch, husch, ins Körbchen. Okay, nicht zu weg hier. Scheiße. Da hättest du vorspeeden müssen. Also ganz schnell fahren. Ja, eigentlich schon. Ja, war der Name? Es tut mir leid, dass ich wieder meine Stimme geändert habe. Ciao. Ach nee. Ich hätte niemals gedacht, dass Bipple Bippen so etwas widerfahren würde. Versprichst du mir nicht, nach Kolima zu gehen? Nein. Muss ich euch schon hart, denke ich. Diese Barrikade, du hast vielleicht gar keinen Schlüssel. Was? Gut, das hätte ich besser nicht sagen sollen. Nur ich hätte besser nicht. So, ab nach Osten. Oder beenden wir am besten die Folge. Ja, können auch das Dorf verlassen. Ja, ciao Dorf. Das ist besser. So, bimble bim. Wunderschönes Dorf. Garrett neben dem Moment, Moment, lass mich kurz überlegen. Okay, ich bin auf der richtigen Seite. Nach Osten. Ich glaube Nordosten hat er sogar gesagt, also irgendwo hier. Südosten. Naja, der Oppi sagt Südosten. Südosten. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall einmal abspeichern. Und dann geht's in der nächsten Folge hier weiter. Diese Datei überschreiben. Ja. Yes. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cool. Tudelü.